So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir spielen eine wunderbare Runde Colorlines von Spiel Das. War gestern oder vorgestern in der Post, haben wir gestern schon in der Spieleburg gespielt und das ist ein Spiel von Rita Model. Es ist im Prinzip Snake mit zwei verschiedenen Linien, die wir machen. Wir spielen insgesamt 5 Runden. Wir spielen das gleich so, dass wir erstmal am Anfang wird gesagt, dass man hier 2 zufällige Farbkästen ankreuzen soll. Das sind dann Farben, wo man später Punkte für bekommt. Und zwar, wenn ich jetzt gelb ankreuzen würde hier, dann würde ich halt für jedes Feld, das ich hier in gelb markiert habe, 3 Punkte bekommen. Also wirklich bessere Kästen. Genau, das ist einfach hier. Und dann kannst du noch irgendwie, keine Ahnung, hier orange dazu nehmen. Dann würdest du für jedes Feld, das du in orange in beiden Hälften, würdest du auch 3 Punkte bekommen. Und haben wir alle die gleichen Farben dann markiert oder machen wir das, individuell? Wir können die gleichen Farben markieren, wir müssen aber nicht. Und danach, nachdem wir Farben markiert haben, können wir auch hier irgendwo, hier in das Gebiet ein Startkreuz irgendwo machen und hier irgendwo ein Startkreuz reinmachen. Dann sind das quasi die Ausgangslinien unserer beiden Hälften quasi. Das dürfen wir auch schon in das Feld machen, was wir ausgesucht haben? Das kannst du auch machen, genau. Wichtig ist noch hier A, B, C, D. Wer zuerst bei A, B, C, D ist, der bekommt 20 Punkte. Und der zweite, der bei A, B, C oder D ist, bekommt noch 10 Punkte. Also alle, die später da sind. Wenn ich das als Start ankreuze. Ich habe in der Anleitung nicht gelesen, dass man das nicht darf, wobei bei den Beispielen immer von mittig die Rede war. Ah, okay, das heißt, wir müssen in so einem Kasten in der Mitte anfangen. Dann ist das ja automatisch ausgeschlossen. Genau, wir 2 Farben. Es wird auch empfohlen, fürs erste Spiel. Achso, man muss tatsächlich das A-Feld. Und da muss man halt erreichen. Und man, das ist auch wichtig, um sich das gut vorzustellen, weil es gab schon gleich die Frage, wie zeichne ich in so eine Form ein. Ihr müsst euch das immer so wie hier vorstellen, dass ihr quasi von Punkt zu Punkt malt und immer quasi einen Punkt malt. Also hier zwischen wären quasi Punkte. Und bei der U-Form ist halt war ein bisschen die Frage. Also hier in der Mitte ist quasi ein unsichtbarer Punkt. Genau, und dann malst du quasi von Punkt. Eine U-Form wäre 1, 2, 3. Genau, das wäre das U. Und der Spielablauf, erstmal das zu erklären, ist einfach so, dass ich gleich, oder irgendwer, der auch anders wirft hier 2 zufällige Würfel, legt die in die 1, dann wirft er 2 zufällige Würfel, legt die hier rein und dann legt er noch, wirft noch einen Würfel, der kommt hier oben hin. Wir spielen insgesamt 5 Runden, das heißt, der Würfel, der hier oben hinkommt, kommt einfach immer Runde 1 auf Feld 1, dann 2, 3, 3, 4, 5. Die Form können beide, nehme ich dann an. Bitte? Die oben liegt. Die können beide, genau. Erstmal wäre es jetzt so, dass wir jetzt quasi in die Hälfte, ausgehend von unserem Start-X, die Form einzeichnen. Die dürfen wir beliebig drehen, wir dürfen sie nicht spiegeln. Mhm. Und hier dürfen wir einfach 3 solche Striche machen. Beliebig. Auch wieder von, also wenn ich jetzt, auch in dem Muster, in dem Muster verzahnt, wie auch immer. Hauptsache, du malst 1, 2, 3 Striche, du malst 1, 2, 3 Striche, 1, 2, 3 Striche. Das heißt einfach, male 3 Striche. Die aneinander ankannst. Genau. Also ich, oder könnte ich die auch vorne und hinten ansetzen? Also ich könnte, wenn ich jetzt irgendwie hier weitermalen würde, könnte ich 1, 2, 3 malen. Oder ich könnte 1, 2, 3 malen oder 1, 2, 3. Aber könnte ich auch auf einer Seite 1, 2 und hinten dran 1? Nein, das ist ja, du malst immer nur am Ende weiter, deswegen machst du am Anfang ein X und du malst deine Linie immer nur in eine Richtung weiter und du darfst auch das nur auf dieser Seite benutzen. Genauso wie du dann hier, dürftest du, das halt Pech gehabt, das ist eine 0. Das heißt, hier würdest du jetzt einfach nur einen Strich, wenn ich jetzt hier mein X hätte, da reinmalen zum Beispiel, das wäre es für die Seite. Okay. Die Form hier darf ich aussuchen, ob ich sie links oder rechts einteile. Wenn ich hier oben eine 3 liegen hätte, dürfte ich aber auch das nicht aufteilen. Ich müsste 3 Striche nach links oder 3 Striche nach rechts machen. Es gibt ja hier diesen grauen Bereich. In diesem grauen Bereich darf ich auch malen, von hier immer. Also wenn ich hier 3 hätte, könnte, wenn ich, so wie hier seht ihr es ja, ne? Ich könnte hier 1, 2, 3 zum Beispiel reinmalen. Ja. Und das würde auch von der Seite hier gehen. Die dürfen sich noch nie irgendwie kreuzen, die rechte und die linke Linie. Oh, lass mich raten, wer am meisten rübergegangen ist. Am Ende zähle ich, das ist die erste Wertung hier, in wie vielen Farben war ich? Und da ist es jetzt auch so, ich muss mal gucken, wie viele Farben war ich hier, in wie vielen Farben war ich hier, welche Farbe fehlt? War ich jetzt irgendwie gar nicht in Gelb meinetwegen? Oder war ich hier einmal in Gelb, dann hätte ich halt auch Gelb einmal abgehakt. Das ist einfach nur, in welchen Farben war ich? Es gibt ja 16 Farben, aber es sind ja nur 8. In wie vielen von diesen 8 Farben war ich, egal auf welcher Seite? Das war so ein bisschen kompliziert gestern. Und die Zahl nehme ich mit der Anzahl der Gesamtüberquerungen mal. Das heißt, hier habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal die Linie überquert. Wahrscheinlich war man hier in allen 8 Farben. Also wären das dann irgendwie 5 mal 8, 40 Punkte dafür. Also jede Farbe, in die ich ein Kreuz gemacht habe, genau, es sind 8 verschiedene Farben, aber jede Seite zählt für sich, deswegen maximal 16. Nein, jede Farbe zählt die insgesamt. Auf beiden okay, maximal, der maximal also beste Farben ist hier 8. 8 und dann mal die Dings. Das ist, finde ich, ein bisschen holprig zum Verstehen. Da haben wir gestern auch ziemlich dran gekraxelt. Wir haben auch erst irgendwie die für beide Linien miteinander mal genommen, aber es war völlig falsch. Es sind wirklich die Farben.
Also man will versuchen, irgendwie jede Farbe einmal zu haben, egal wo. Ich kann auch nur hier irgendwie alle 8 Farben haben. Das ist wie ein Tempelkreuz und Baldings. Ja, es fühlt sich sehr an wie Next Station London so ein bisschen. Das nächste sind einfach die Punkte für die Buchstaben. Wenn ich bei A, B, C, D war, kriege ich dafür halt 20 Punkte. Wenn ich als Erster da war, alle, die danach kommen, würden noch 10 Punkte dafür bekommen. Danach gucke ich einfach, wie viele Farben habe ich auf beiden Seiten erreicht. Für jede Farbe, wo ich auf beiden Seiten drin war, wenn ich hier beides mal, also hier in hellblau war, eine Linie reingemalt habe, wenn ich hier in orange war, sind das schon 2, wenn ich hier in rosa oder grau, was auch immer es ist, war, sind das schon 3, mal 9, so viele Punkte bekomme ich dann, und hier gucke ich dann noch, in welchen der Felder, die ich vorher markiert habe, war ich und kriege dafür jedes Feld 3 Punkte. Ich glaube, das war meins in 96, der Gewinner hatte 167 oder so, also ich war fürchterlich schlecht, aber gucken wir mal, ob wir das unterbieten können. Ja, bestimmt. Weil wir jetzt einfach gleich das benutzen, ist ja kein Zeitdruckspiel. Genau, das heißt, man. Also, das dürfen wir eine beliebige Seite, hier dürfen wir nur einen Strich machen. Genau, also normalerweise würden wir quasi erst einzeichnen und dann würfeln. Das heißt, man. Also, im Fohlenwürfel ist das erste Mal pink und hellblau. Was denn, ist das pink? Ja. Als. Ich habe hellgrün und dunkelblau genommen. Ich nehme die beiden hier und ich fange hier an. Und da. Das ist bestimmt wichtig. Ja. Weil das ist das aus dem Beispiel. Achso, nein, ich dachte mir, ich bin so dichter an diesen Buchstaben, zu denen ich zuerst soll, also gehe ich dahin. Ja. Vielleicht bist du beim anderen in mehr Farben schneller. Wir werden sehen. Das wird empfohlen. Gucken wir mal. Das ist Ritas Empfehlung oder die des zuständigen Redakteurs für die erste Partie. Okay, dann würfel mal. Oha. Zwei Formen. Die Form und die Form. Okay, keine Zahlen, nur Form. Das muss jetzt nach. Das kannst du aussuchen, wo du es hinmachst. Und das kommt jetzt erstmal in 1. So, das A habe ich schon mal. Wusste man X. Das ist, wenn man es gleichzeitig macht, dürfen beide ankreuzen, nehme ich an. Ne? Mhm. Und dann noch 1, 2, 3. Dürfen wir sie eigentlich auch so. Nein, kreuzen? Nicht kreuzen. Nee, im gleichen Feld, wo nur eine Linie ankommt. 1, 2. 1, 2. Ich habe D auch. Da müsste ich jetzt nicht ein X, hätte ich jetzt Erster reinschreiben müssen, nehme ich mal an, ne? Also auch nur eine Differenz von 10 Punkten. Naja, naja, das geht schon. Und dann habe ich noch diesen geraden Dreierstrich übrig. Wofür geht's? Was ist das hier nochmal? Das mit den mal 9? In gleichen Farben? Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Okay. 1, 2, 3. Ich glaube, ich werde diese Straße nicht so oft. Wie viele Runden? 5. Hm, okay. Mhm. Spannend. Was ist das hier? Du kannst zweimal spielen Würfel ignorieren. Sonst musst du ihn benutzen, wenn du kannst. Außer du kannst nicht, dann darfst du ihn ignorieren. Und damit darfst du freiwillig einen Würfel nicht benutzen. Ja. Alles klar. Annika hat einen Würfel gekloppt. Ja. Achso, und den dürfen wir natürlich auch noch. 1, 2, 3. Weiß nicht, wie gut man das jetzt hier so von oben sieht, aber. Das ist so ein Spiel, das ist perfekt. Das ist ganz typisch. Du willst es perfekt machen, aber es geht natürlich nicht, weil die Würfel dir immer irgendwas vorgeben. So. Wie meinst du das? Ich bin irgendwie wahrscheinlich auch Punkte reinmachen. Genau, das ist einfach so, so, so. Immer vom Mittelpunkt aus. Mittelpunkt ausgehend. Ja. Die Frage hatten wir gestern als erstes. Ja, ja. Da haben wir auch 3 Minuten drüber diskutiert. Das könnte von den Regeln her teilweise ein bisschen klarer sein, auch wenn irgendwie alles drinsteht, aber. Ein Strich muss immer eine Quadrantgrenze überqueren. So. Von Mittelpunkt wie überall ist gewünscht schon. Ja. Vom Mittelfeld des Hexfeldes zum. Also hallo alle im Chat, die auch da jetzt live dabei sind. Einer da und wieder da. Ich höre aber jetzt zu. Rita Mode, viel Spaß. Hallo Marco. Sehr schön, dass diese ganzen Flurspiele gespielt werden, sagt Vincent. Das waren die auf dem Flur. Hallo Marco, die sind ganz neu vor allen Dingen. Ja, aber für mich ist Cordoba auch ein Flurspiel. Oh Gott, ist das irgendwie zu hoch für mich. Ich bin auch in räumlichem Denken überhaupt nicht gut. Geht dieser Strich jetzt bis da? Der Haken am Bleistift ist, die sieht man leider sehr schlecht. Ich kann, deine Hand ist davor, ich kann es nicht sehen. Du müsstest linkshänderin sein, das wäre praktischer. Ja, was ist das jetzt? Ist das da? Jetzt das oder? Also du hast erst den Dreierstrich gemacht, ja. Aber es wäre 1, 2, 3. Ja. Dann hast du den. Achso, nee, ich muss von hier hochgehen. Ja, technisch gesehen dürftest du den erst nach den beiden einzeichnen. Ach, guck an. Aber die Info habe ich gar nicht gegeben. Deswegen ist es nicht so schlimm. Also müsste ich jetzt hier, aber wenn man von hier aus wieder zeichnet. Hier, also du malst ja quasi, hier ist der eine Strich. Also das wäre quasi Strich 1.
Jeder Strich muss eine Linie überqueren. Das ist einer dieser Striche. Dann bist du in diesem Feld. Nächster Strich, nächster Strich, nächster Strich, nächster Strich. Und der erste Strich geht quasi von hier nach da. Das wäre Strich 1. Ja. Da haben wir gestern auch zum Reinkommen gebraucht. Das heißt, ich habe aber irgendwie zu... Vielleicht hätte man das mit Punkten machen können. Striche. Dass man Schublade? Wenn man hier 9 Punkte reingemacht hätte und man immer von Punkt zu Punkt gehen muss, dann hätten Leute gedacht, dass sie diagonal ziehen können. Ja, das ist so ein bisschen mit diesem. Also hier sind es halt vor allem Punkte, hier sind keine Punkte drauf. Hier haben sie diese Punkte, dass du selbst in der Linie quasi immer einen machst. Also muss genau. Ich quasi den Strich auch hier schon ansetzen. Genau, vom X, da, das wäre quasi der erste Strich. Von dem zum Beispiel. Dann noch ein Strich ins. Oder hoch oder runter kannst du jetzt wählen. Ich habe das mal vorbereitet. Es müsste so aussehen, bevor man Striche macht. Ja. Und dann von Punkt zu Punkt. Aber ich komme gerade echt total schaffen. Das passt doch überhaupt nicht, weil wenn man den Strich nach hier macht. Ja, das ist der erste. Das ist der erste. Ja, und wie geht man dann? Wenn du das malen würdest, könntest du zum Beispiel 2 nach oben machen. Oder noch, genau. Oder noch einen weiter und dann einen nach oben. Genau, aber oder das hier wäre dann der nächste Strich. Das ist der nächste Strich. Und jetzt musst du entweder. Nach oben wäre dann hier, oder? Ja. Aber jetzt würdest du es ja spiegeln. Das heißt, es geht nicht. Du musst es nach unten gehen. Genau, spiegeln ist. Das ist ganz gut, weil das zeigt halt wirklich die Probleme, die dieses Spiel am Anfang haben kann. Die wir gestern auch hatten. Da war nur keine Kamera an. So, dann hast du das hier noch. Hey, das finde ich irgendwie, das kann man quasi überhaupt nicht. Das ansetzen. Ist ein U quasi. Ja. Das würde jetzt hier enden. Als ja, nächstes. Andersrum. Aber theoretisch könnte man es auch so malen, oder? Ja, nee, weil du darfst ja nie nicht wieder hochgehen. Du musst ja von hier weiter malen, ja, du darfst nicht da hochgehen. Hat mich grad halt irgendwie du könntest so malen zum Beispiel, dann würdest du so gehen oder so. Ja, aber du musst ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht in eine Sackgasse malst, weil wenn du hier ankommst dann hast du nur noch eine Ausgangsmöglichkeit. Und dann wäre das aber hier, darüber hier und hoch. Wieder hoch. Genau. Ja, hast du ein Feld mitgenommen. Ja, brauchst du einen Orange, brauchst du dann nicht wieder hin. So, dann sind die beiden durch, dann hast du die beiden. Also den darf ich jetzt ganz zum anderen. Genau, der ist der letzte. Das ist halt echt eine Sache. Wenn man überhaupt kein so räumliches Denkvermögen hat wie ich, kann man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, wie man mit diesen Zeichen, ich müsste mir die hier hinlegen, um zu gucken, wo ich damit hinkommen kann. Die sind leider nicht größer passend dann, um das zu machen. Ja, aber. Es ist halt, ich mache hier einfach irgendwas, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was das sein soll. Das wäre der eine Würfel und der andere. 1, 2. Genau. Jetzt bist du in diesem Feld. Zieh die Striche ein bisschen länger, dann siehst du es deutlicher. Genau, aber das ist das, was diese Dinger im Prinzip machen. Die gehen immer über die Trennlinie zwischen 2 Quadranten. Den kannst du jetzt rechts oder links einzeichnen. Ja. Vielleicht mal. Da. Das ist schon mal vorbereitet. Ich hatte da oben diese Punkte reingemacht. Achso, nee, das geht ja nicht, weil über die darf ich ja nicht, ne? Doch, aber du musst innerhalb vom Grau, du willst da sogar drüber, du musst da bloß auf der anderen Seite auf jeden Fall umdrehen. Du kannst jetzt nicht weiter geradeaus. Achso, okay, ich dachte. Also hätte man es gar nicht, darf man gar nicht erst anfangen, sein zu zeichnen. Wenn man nicht, also alle drei malen kann, dann nicht. Aber du konntest alle drei malen? Du konntest alle drei malen. Dann ja, ist das jetzt der Endpunkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der Endpunkt ist oder ob man über den drüber darf. Genau, jetzt bist du natürlich gleich eingeschränkt. Jetzt musst du entweder nach oben gehen oder nach unten, weil du wirst wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Aber wir spielen in den 5 Runden, das ist sehr schnell vorbei. Aber du musst ja immer so rübergehen. Es geht ja nicht anders mit drüber. Du entscheidest dich irgendwo dann für die Hälfte. Okay, dann darfst du jetzt. Eine 0. Und Runde 2. Ach ja, Runde 2. Das sind einfach, wie gesagt, 4 Striche, irgendwie beliebig. 4 beliebige Striche. Ugh. Ich habe auch nicht so geil gemalt. Und was ist der andere da? Achso, den hat Annika gerade gemacht. Das ist U wieder. Ist wieder ein U? Ja. Oh, das ist ja doof. 4 beliebige Striche. Aber ich kann das doch gar nicht mehr umsetzen. Na, 4 beliebige Striche. Du kannst ja entweder runter oder hoch. Ja, aber das U ja dann nicht ansetzen. Doch, am Ende klar. Am Ende schon. Du kannst ja 1, 2, 3, 4 und dann irgendwie ein U malen. Ach so, die müssen nicht in einer. Nee, irgendwie rechts, links abweichen, das ist egal. Beliebige Richtung. Die Seite habe ich.
Das ist ja richtig. Was ist eine 0 ist, einfach aussetzen. Und ja? Ich habe natürlich genau die Farbe, wo ich eigentlich habe immer die Farbe ankreuzen, wo man anfängt. Du? 0 ist nichts, das ist Pech gehabt. Okay. Und irgendwie für jedes innerhalb der. Okay, ich verstehe wieder. Ich würde gerne das hier benutzen, dass ich den Würfel nicht benutze. Ich weiß nicht, was du hast. Und da ist auch noch ein Zweierwürfel. So. Da ist der Flur dann nur größer. Mal gucken. Ich nähere mich der C. Ich nähere mich weniger Punkten als gestern. Ja, ich finde die Mitte nicht so. Also, ich wüsste nicht, warum man nicht in der Nähe. Aber ich meine, 10 Punkte sind jetzt auch nicht super viel. Die Mitte ist schon der Multiplikator, der. Ich meine jetzt die Mitte von diesen hier. Also, dass du hier anfängst statt hier, weil. Der Abstand ist ja derselbe, ob du jetzt hier oder da bist. Ja, eigentlich willst du ja hier eine Farbe hier wählen, da auch anfangen, die Punkte mitnehmen. Wenn du in der Mitte anfängst, musst du dich ja selbst auch irgendwann umschiffen, um drüber zu kommen. Also irgendwie. Fälsch? Aber ich glaube schon. Dann sieht man auf jeden Fall am besten. Dann musst du einmal würfeln. Immer erst zwei, dann links. Die Würfel sind eigentlich alle gleich? Nee, ich glaube, die sind alle unterschiedlich. Ja. Das heißt, ein zufälliger Würfel, deswegen gehe ich davon aus, dass sie unterschiedlich sind. Oha. Das ist gar noch ziemlich eine 0. Ich glaube, es gibt auf jedem Würfel eine 0, ne? Ne, hier nicht. Und hier. Wieso immer diese dumme ja? Zwei Einsen. Das ist ja deprimierend. Das ist ja richtig doof. Das U kann dass man das als letztes erst machen darf, das stört mich gerade. Ich kann das U nicht einzeichnen. Ich prüfe nochmal, was ich jetzt am Ende machen kann. Beginnt 1, 2, der fünfte Würfel darf beliebig rechts oder links eingezeichnet werden. Du hast nicht gesagt, erst danach. Nö, die Reihenfolge ist, glaube ich, egal. Dann nehme ich mal das C mit. Dann nehme ich alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das B überlasse ich wem anders. Da bist du auf dem Weg hin. Okay, man darf den scheinbar irgendwann einzeichnen. Diese Info war falsch bei mir. Das finde ich gut. Wobei ich ja gerade auch da... Mein Problem aber nicht. Was zwei? Also ich kann den nicht einzeichnen, deswegen muss ich ihn skippen, weil ich könnte hier kein U einzeichnen. Und du kannst auch den Dreier da nicht einzeichnen. Genau, geht auch nicht. Das ist ja toll. Das heißt, die sind raus beide. Mhm. Also das heißt, und die drei kannst du auch noch auf der anderen Seite einsetzen. Jetzt nicht mehr. Weil du die zwei gebraucht hast, um dahin zu kommen. Ja. Das ist eine ergiebige Runde. Wow. Ich werde mit Sicherheit auf der meisten Punkte machen. Dann hau mal raus. Es ist übrigens A, C und D sind weg. Also könnt ihr doch zweiten Platz machen. Aber okay. Naja, wieder ein 1 und 0. Diese Nullen waren eine tolle Idee. Wirklich das Beste. Und auch noch auf jedem Würfel fast. Oh, da ist doch aber jetzt viel drin. Die Form kannte ich noch gar nicht. 4. Was ist das denn? Eine U-Form? Eine 1. Ja, komm mal hier hin. Und dann kommst du da. Ich bin beim B. Ding, ding, ding. Hast du da schon? Nee, ich bin da. Da bin ich auf der anderen Seite gestartet. Ah. Das ist der Nachteil, wenn ich in der Mitte starte. Ich könnte jetzt. Oh, die Form muss ich gerade. Das ist eine S-Form, ne? Also sprich so eine Treppe. So. Oh, warte mal. Jetzt so. Muss ich ein bisschen. Ich muss die mal kurz wegnehmen. Ah ja. So. Okay, das, was ich zeichnen wollte, wäre gespiegelt gewesen. Da muss ich also aufpassen. Nice. Ich könnte aber... Meine Runde gestern lief irgendwie viel besser. Ah, das ist gerade gar nicht so gut. Ich muss jetzt erstmal hier irgendwie... Dann bin ich in der gleichen Situation. Ich komme nicht zur Straße von der einen Seite aus hier. Das ist ja mies. Aber ich könnte natürlich erst das machen und dann könnte ich... Das machen, das ist auch nicht so gut. Das gefällt mir aber gar nicht. Jetzt muss das Ruder ja noch dran malen. Ich könnte das so machen. Kann noch hinbekommen. Dann könnte ich. Warte. Ja, klar. Kannst du hier einmal. Nee, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Nicht. Ist er nicht hoch? Nee, das kannst du nicht einmal. Dann reicht das doch vielleicht nicht. Ein Strich fehlt. Wenn du es runtermalen würdest, dann würde es, glaube ich, gehen, oder? Das geht. Und dann könntest du. Das wäre doof. Das Mini-S. Auf Grau kommen reicht ja nicht, ne? Das wäre gut. Nee, auf Grau musst du die Linie kreuzen. Das ist ja toll. Ich hätte hier. Das wäre ein bisschen eng geworden, aber egal. Na gut, dann mache ich. Das geht ja auch so. Und jetzt habe ich noch die U-Form übrig. Da kann ich.
Ich male Kreise, das ist nicht gut. So ne? machen. Und da kann ich genau einen Strich machen auf der anderen Seite? Einen, ja. Nee. Da nicht zufriedenstellend. Nee. Aber immerhin auch ein Punkt. Wobei ein Punkt ja nicht so viel ist. Was ist das hier? Mal 3? Die Farbe, die du am Anfang hier unten angekreuzt hast. Ach, das sind die hier, ja. Mal 3 gleich und das ist die Gesamtpunktzahl. Okay. Dann ist das doch nicht so schlecht. Dann ist der eine Strich ja immerhin 3 Punkte wert. Ja, bei mir nicht so gut. Sind alle fertig? Nein. Wie gesagt, es ist überhaupt nichts mehr. Bei dir sieht das einfach am allerordentlichsten aus. Bei mir sieht man die Striche nicht mal richtig. Aber ich habe schön... Straight away. Ich habe das gemacht. Das ging halt am Anfang. Du hast ja da lag eine 4, dann war diese 3er gerade Linie dabei. Das geht schon. Ich habe bestimmt nicht geschaut. Klar. Deine Honor zu würfeln. Ein Knittelwürfelbecher jetzt da. Da hast du mal vernünftige Würfel. Wieder das U. So, jetzt Runde. Geht's. Ich bin einmal über die verdammte Mitte gekommen. Du dreimal. Nee, zweimal, ne? Das hier ist zweimal. Eins, zwei, drei, viermal. Eins, zwei, eins, drei, ja, viermal. Vier. Okay, was haben wir denn da? Das sind 4 beliebig verteilbare, ja? Und dann nochmal so eine Ecke. Oh, was für ein Dreck. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war gut, hat sich gelohnt, der Move. Aber hier ist echt Hopfen und Malz verloren. Das bringt mir auch gar nichts. 1, 2, 3. 4. Mir leider auch nicht 1, so viel. 2 bringt nichts. So, habe ich übrigens noch 2 Punkte gemacht. Fertig. Nee, warte, ich habe noch 2 Striche. Ah, Idiot. Dann kann ich mehr machen. Boah, das wird so katastrophal. Das bringt auch gar nichts mehr. So. 1, 2, fertig. Oh, das wird. Mal gucken, wie schlecht haben wir das gestern. 2 und dann noch die U-Form. Das sind wesentlich mehr Punkte. So, und die 2 hatte ich vergessen. Okay, dann. Ich habe nie einen Würfel verzichten müssen. Da gibt es keinen Bonus für. Dann hier wird auch gesagt, mit dieser gekreuzten Mittellinie soll man 4, 5, die Werte am Anfang. 6, 7, 8, 9. Ich komme auf 10 mal 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt 8 Farben. Du kannst nicht auf 10 kommen. Ach so. Du musst einfach fragen, warst du in Blau? Warst du ja. Genau. Warst du in Orange? Ja. Also, du hast ja hier. Das hast du nicht ich erreicht. War in dem nicht. Also 7. Okay. Ich war da drin, 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 ich war in allem. Ich habe 8. 7 mal 5. Also sprich 35. Bist du 5 über die Linie gekommen? 1, 2, 3, 4. 35. Dann habe ich 20, 40, 60 Punkte hier. 32. Bist du durch? Ja, ich glaube schon. Genau. Hier musst du jetzt gucken, warst du in allen Farben? Das heißt, du fragst dich, warst du hier in grün? Ja, warst du. Warst du hier in was auch immer? Warst du. Warst du in der Farbe? Die war in allem. Du warst in allem, du warst hier drin, du warst hier auch in allem, du hast alle 8. Ich wäre auch. Und dann nimmst du das mal 1, 2, 3, 4. Hast du genau wie ich 32 Punkte. Also dann hier 32. Genau. Hier guckst du, ob du in der Ecke warst. Warst du nicht? Ich habe da 60. Da habe ich 20. Hier guckst du. Die du am Anfang angekreuzt hast, in wie vielen einzelnen Feldern warst du da jeweils? Also das ist ja, genau, also das ist ja, glaube ich, das hier. Ne? Würdest du 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier auch, 7, 8 und die andere Farbe sehe ich gerade nicht. Die, no. Das zählt dann. Der, 9, das Feld. 10, 11, 12, 12, ja, mal 3, 36. 21 mal 3 sind 1, 2, 3, 63. 4, 5, 6, 7? Nee. So. Was ist das hier mit dem gleich nochmal? Oder ist es hier oder da? Das ist das hier. Und dann muss ich 6 mal da reinschreiben, ne? Genau, sorry, ist so falsch. Das ist immer zu schnell gegangen. Das ist nur, ob du Farbpaare erreicht hast. Also ob du eine Farbe hier und da warst und jedes Mal, wo du eine Farbe hast, kriegst du 9 Punkte. 5? Also wenn ich hier in Orange und Orange mache, ist ein Paar. Kriege ich 9 Punkte. 1 mal 0. Hier sind 18 Punkte. Hier sind 27 Punkte. Hier sind 36. Fehlt noch was? Achso, okay, das, jetzt habe ich verstanden, was das ist. Da warst du nicht. Hier warst du auch nicht.
Ne. Also viermal. Das sind viermal 36. Ja. Hätte ich die 36 hier rüber stehen lassen. 3 mal 9 sind 27. Ich hab. Nein. Nein. Ja, 1. 2. 3. 185. Das bin ich weit weg von. Ich habe 68. Ich habe, glaube ich, genau 100. Das kann gerne nochmal kontrolliert werden. Lass mich prüfen. Das kommt mir sehr viel vor, aber. Das sind 40. Ich habe 100. Ich glaube, ich habe 106. 185. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, aber ich kann es gerne sagen, ob irgendwas falsch ist. Wir können unsere ja zusammenschmeißen, alles gut. Genau, ne? 1, 2, 3, 4, 5 mal. Alles bis auf Lila. Alles bis auf Lila sind 7. Hier in 3 als erster, das ist schon mal 60. Ne? Hier, das ist gleiche Farben erreicht. Du warst ja hier, ist 1. Nein, doch 2. 3. Das nicht? Nein, nein, nein. Also 3 mal 9, ist richtig. Das wird auch stimmen. Und dann sind das noch 5. Das ist ja wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann nochmal die andere Farbe. Genau. So zählt man das. Deswegen frage ich mich auch ein bisschen, warum man nicht immer, wie du es ja gemacht hast, in der Nähe von dem hier anfangen soll. Warum das so eine komische Empfehlung ist. Und zwar, ist, weil du ja die 2 und das ist ja egal. Wenn alle Spieler das in der ersten Runde ziehen, kriegen alle dafür 20 Punkte. Und ich weiß nicht, ob du über die anderen, du musst es ja, wenn du darauf gehst, müsste es ja so heißen, dass du hier so weit von der Linie weg bist, dass dieser Multiplikator so stark ist, dass du das darüber ausgleichen kannst. Das müsste man jetzt natürlich auswählen, weil das ist ja meistens der Trade-off. Ne? Hier bist du weiter weg von der Linie. Wenn ich hier direkt runtergezogen wäre, hätte ich das halt quasi gar nicht gemacht. Und das sind ja 35 Punkte. Ich hätte 20, eventuell 20 Punkte mehr gemacht, aber eher nur 10, weil du fängst ja in der Ecke dann näher dran an. Mhm. Das heißt, es hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt, runterzuziehen. Genau. Rein rechnerisch. Und die Dinger sind alle gleich, glaube ich. Nur die Rückseite hat dann noch, dass man in schwarze Felder gar nicht darf und hier davon kreuzen. Oder von kreuzen? Das ist aber auch in den Kreisen. Ah. Ja, weil das ist noch unübersichtlich. Wobei ich das Gefühl gar nicht hätte, quasi reinziehen und dürfte dann aber auch noch woanders wieder rausmalen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber jetzt dann wenn aus einer anderen Richtung, du dürftest dann noch von oben reinkommen und dann in die andere Richtung noch raus, oder? Das ist doch, oder erzeugt das wirklich eine zweite Abzweigung, wo du weiterzeichnen kannst? Lass uns prüfen. Das wäre sehr mächtig. Platziert ihr einen Punkt in einem weißen Feld mit Kreis, dürft ihr dieselbe Kalle-Line anschließen und 2 beliebige weitere Linien verlängern. Aber erst nachdem die Form und die Zahl eines Würfels komplett eingezeichnet wurde. Okay, das heißt, ab da hat man 2 Möglichkeiten. Ja, das weiße Feld zählt bei der Wertung nicht für die Punktefarben. Ja. Okay, dann ist das natürlich. Also, ich habe ja zum Beispiel hier eine gerade Linie durchgezogen, das muss doch erstmal gehen. Mhm. Wobei es auch nicht so super viel ist, aber wir hatten ja den geraden Dreier, dann glaube ich irgendwie eine 4, die man beliebig zeichnen konnte oder so, also kam es halt zügig hoch. Das würdest du hier vielleicht gar nicht unbedingt machen wollen. Hier wären Schlenker gar nicht so schlecht für die Option. Genau. Und hier schwarz darfst du gar nicht rein. Und das ist Color 1. Ihr habt es gesehen. Wie gesagt, die Probleme, die Annika am Anfang hatte, hatten wir halt gestern auch, dass wir uns erstmal Diskussion hatten, wie zeichnet man überhaupt so ein U ein. Bis dann da zusammen sind, stell dir jetzt hier mit diesen Punkten vor und so. Das Problem von Color Lines ist, dass es hier, wie heißt das, gibt. Next Station London. Genau. Davon ist es halt, es wirkt halt so, als wäre es davon inspiriert, egal ob es das ist oder nicht, aber es macht das gleiche wie Next Station London. Und Next Station London macht es natürlich ein bisschen runder, du hast es ein bisschen planbarer. Hier halt, wenn du viele, das macht da auch wenig, ich meine, das kann dir bei Next Station natürlich auch passieren, dass du viele Runden hast, wo du nur noch 5, 6 Karten schon änderst, aber hier natürlich die Nuller sind halt so, warum nicht eine 1? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, also genau, es bedient halt dasselbe. So, und wenn du eines von diesen Spielen suchst, dann ist Next Station London halt das, was schon ja auf einem sehr guten Niveau ist. Und Next Station Tokyo sogar, glaube ich, ist ja auch schon eventuell sogar nochmal einen Tucken mehr drauf. Aber das ist ja, genau. So alt sind die jetzt auch noch nicht und sowas hat ja auch eine gewisse Vorlaufzeit. Das soll jetzt nicht heißen, dass Rita sich da halt inspirieren lassen. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, es bedient halt jetzt dasselbe. Ja, plus es hat halt in dem Fall auch kein Thema. Ja. Das ist überhaupt nicht hübsch. Also ich wurde ja auch hier, wer gerade eben Ritual gelesen und gesehen hat, wo ich ja konsultiert wurde, ich sollte mich als Farbenblindenberater selbstständig machen, ob das mit den Farben einigermaßen passt. Auch hier wurde ich gefragt, mir wurde erst ein Bild gezeigt von dem ohne die Muster drin, da habe ich gesagt, nicht so gut, geht bestimmt irgendwie aber anstrengend. Noch ein Foto bekommen, das genauso aussah, mit diesen Streifen drin. Ich sage, alles super, ich kann alles zuordnen, alles unterscheiden. Hier alles, das funktioniert problemlos. Also sehr gut, dass da Autoren, die mich kennen, oder auch Spieleverleger, da mal auf einen zukommen und fragen, wie ist denn das? Es gibt ja leider 3 unterschiedliche Arten der Farbenblindheit. Ich habe zum Glück die häufigste. Deswegen ist das schon mal ein ganz... Zum Glück die häufigste, ist ja auch ein Fall, ne? Ja, damit nimmt man dann schon mal vielen Leuten natürlich das Leid, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Das ist schon mal sehr gut.
die Farben an sich sind ja gar nicht colormäßig, aber sie gehen halt in so Colorfelder rein. Ihr erster größerer Erfolg war doch eigentlich so ein Geschicklichkeitsspiel. Man at Work, das war ihr erstes Spiel. Genau, Man at Work. Aber in der Richtung mit ein bisschen Fingerfertigkeit hat sie jetzt lange nichts gemacht, ne? Als Autor probiert man auch gerne Sachen aus. Okay. Man ist ja vielleicht auch gerne ein Vlada Schwartil im Familienbereich. Ein Vlada Schwartil im Familienbereich. Oder das erinnert mich daran, dass ich... Nee, dann kommen wir jetzt ab. Wir haben ja Colorlines gerade vorgestellt. Genau, Colorlines. Ja, ich habe das Gefühl, du sagst Color da. Nee, Color da. Ist im Chat. Im Chat dabei auf jeden Fall. Und genau, jetzt habt ihr mal gesehen, wie diese brandheiße Neuheit funktioniert. Hier kommen nicht nur die großen Spiele auf den Tisch, Beispiel Pampero, was auch irgendwann demnächst auf den Tisch kommen wird. Und natürlich neulich Cordoba, wo wir ganz viel Angst vor hatten. Ja, ja, genau. Hier kommen nicht nur die großen Sachen auf den Tisch, hier kommt auch ein Cordoba auf den Tisch. Hier kommt auch ein Cordoba auf den Tisch. Also Colorlines, das ist ja alles so ein Abwasch. Genau, Woodland Wizards ist angekommen. Oh. Also nicht, weil es, keine Rezensionsexemplare oder so, sondern weil es ja auf in Essen gebackt wurde. Mhm. Also auch mit Playmats. Mhm. Ja, die sind sehr niedlich. Die sind tatsächlich sehr schick. Und einer Promokarte habe ich gesehen. Habe ich das hier gesehen? Ja, du hast das nicht hier, glaube ich. Was meinst du? Was hast du damit gemacht? Wenn es bei euch oder ist, nee, du hast es ja von uns mitgenommen. Um es anzugucken. Und es lag sehr lange da. Da ist es nicht mehr. Da ist es nicht mehr. Ja, aber das ist auf jeden Fall angekommen. Guckt auch fleißig bitte, wenn euch Avatar interessiert, das Video. Kommentiert da auch mal ruhig was drunter. Ich habe leider vergessen, eine animierende... Ein Call to Action zu machen. Ja, ich hab keinen Call to Action gemacht. Das CTA. Ist mir dann auch aufgefallen, aber passiert. Na, vielleicht sind wir gleich mit Woodland Wizards wieder da, vielleicht auch nicht. Wir haben das nicht mit hier. Ja, aber ich habe meins ja eigentlich hier. Das stimmt. Das muss der irgendwie sein. Aber wir haben die Playmats nicht da. Vielleicht spielen wir gleich eine Runde Hitze, das machen wir leider ohne euch. Lasst euch überraschen. Ansonsten einen schönen Freitagabend. Was? Morgen schaut gerne rein. Es gibt wahrscheinlich keinen Montag mit Markus, weil Markus nicht da ist. Heute zumindest, ich weiß nicht, ob er morgen wieder da ist. Das werden wir dann erfahren. Aber Nele und der Furchtbonbon werden hier sein. Der Furchtbonbon? Hat er denn auch noch einen richtigen Namen? Nein, ich möchte das gar nicht wissen. Ich möchte, dass er immer nur Furchtbonbon im Stream hat. Genau, werden morgen hier sein und dann werden wir spielen. Wird auch ganz spannend, weil sie kommen so um 18 Uhr, glaube ich, an. Der Zug fährt um 5 wieder zurück. Wir werden einfach 11 Stunden spielen. Ein bisschen essen. Gibt es schon irgendwas, in welche Richtung das gehen soll? Oder? 6 Sekunden Kritzelei wurde gewünscht. Nele wollte dann Picto irgendwas mitbringen als Vergleich. Oh, ist gut. Ich habe noch einen Fall. Und ansonsten, wenn Markus ja nicht da ist, dann können wir auch andere Spiele spielen, als wenn Markus da wäre. Wobei wir natürlich alle hoffen, dass Markus bis morgen dann doch wieder da ist und uns in dieser illustren Runde beerdet. Und dann sagen wir, macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.